Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Deal or No Deal Video von mir. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist eine Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal, in der ich mich mit Produkten schminke, bei denen ich unsicher bin, ob ich sie in meiner Schminksammlung behalte oder nicht. Und da habe ich heute einiges rausgesucht, einige High-End-Sachen, Drogerieprodukte, alles Mögliche. Ich werde euch die Produkte, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne über die Links in der Infobox. Ich habe lange nicht mehr ein Deal-or-No-Deal-Video gedreht, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es bei meinen Followern, also das interessiert sie nicht so sehr, aber es wurde jetzt monatelang immer wieder danach gefragt, also dachte ich, okay, lasst uns das machen und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Video. Ich hoffe, dass das ein hübscher Look wird, denn irgendwie bin ich schon lange nicht mehr so heftig mit Lidschatten verbunden, wie ich es mal war. Es gab eine Zeit, da war Lidschatten das Heftigste. Ich habe jeden Cent, den ich gespart habe, für Lidschatten und sowas ausgegeben. Und das Lidschatten, weil jetzt noch ein Lidschatten-Look hier kommen wird. Dann war ich irgendwann echt so übersättigt, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Aber ihr seht später die Palette, die fand ich schon ein bisschen interessant und dachte mir, okay, das passt doch zu dem Deal-or-No-Deal-Video. Hier haben wir einen Concealer von L'Oreal, Perfect Match. Fand ich eigentlich ganz cool, aber ist einfach, wie man jetzt sehen kann, viel zu hell. Ich meine, man glaubt es nicht, aber ich war tatsächlich auch ein bisschen draußen während der Sommerzeit und so. Wenn mal Sonne schien, bin ich auch ein bisschen brauner geworden. Finde ich ganz schick, wirkt bei mir nochmal frischer, aber der Concealer ist viel zu hell. Trotzdem ist das hoffentlich eine gute Base für den Lidschatten-Look, der gleich kommt. Ich muss sagen, dass ich diese L'Oreal Concealer eigentlich ganz gut finde. Und L'Oreal ist ja auch ein bisschen höherpreisig in der Drogerie. Aber, Bro, für den Preis ist das schon ärgerlich. Guck mal, wie zerstrubbelt das Ding aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also ich denke mir so, für den Preis, chill mal ein bisschen, krieg mal deine Borsten in den Griff. Der wird auf jeden Fall, das sehe ich jetzt schon, nicht behalten, weil er einfach viel zu hell ist. Aber ich dachte, komm, wir müssen es nochmal probieren. Aber, um meinen Concealer zu setten, habe ich hier von Jeffree Star so ein Puder. Und zwar in Beige. Das Ding ist halt, ich habe nicht mehr so viele Produkte für meine Deal-or-No-Deal-Reihe, weißt du. Ich habe hier noch so 40, 30 Lidschattenpaletten, okay. Ich habe noch sehr, sehr viele Mascaras, aber manche Sachen habe ich zum Beispiel gar nicht mehr, um jetzt mit euch zu gucken. Zum Beispiel Contouring-Sachen. Oh, was war das denn für ein Setten? Was habe ich denn hier gemacht? Ey, das ist doch kein Setten mehr. Wir regeln das. Zum Beispiel so wie jetzt, ich habe kein transparentes, gepresstes Puder zum Fixieren vom Lidschatten, deswegen nehme ich ein loses und da hast du natürlich nicht so viel Kontrolle, weißt du. Auch Konturiersachen habe ich nicht mehr so viele, also gar keine mehr für meine Deal-or-No-Deal-Reihe. Deswegen benutze ich manchmal Sachen, wo ich weiß, ich behalte sie, weil ich habe euch das ja schon mal erklärt, dieses Problem. Aber ihr meintet kein Ding. Bei den Sachen, wo du guckst, ob du sie behältst oder nicht, nimm sie und bei den anderen Sachen nimm sie halt aus deiner bestehenden Schminksammlung. So ein Schweinkram. Ich habe auch noch einen schwarzen Dings an, weißt du? Schwarz, klar. Wir bleiben locker und entspannt. Und jetzt geht's an die Lidschattenpalette. Das ist eine Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Die habe ich zugeschickt bekommen. Und da war ich mir nicht sicher, ob ich sie jetzt nutze, nicht nutze. Ich dachte, komm, das ist auch das einzige Produkt, was neu ist. Und die Pinsel, die sind auch aus dieser BH Cosmetic-Reihe. Da wollte ich nämlich gucken, so ey, sind die gut oder nicht. Und hier fand ich die Farben sehr interessant, aber ich dachte mir, okay, Bro, reicht das wirklich, damit du die Palette behältst? So, und dann dachte ich, statt einem First Impression, bla bla bla, nur zur Palette, machen wir ein Deal or No Deal, weil da wartet ihr lange drauf. Weil hier fand ich halt wirklich die Grüntöne sehr, sehr interessant, weißt du? Und dachte mir, oh, so ein schöner grüner Look könnte passen. Die hat aber leider keinen hellen, matten Ton zum Setten vom Lidschatten und der hier ist halt einfach zu dunkel. Deswegen habe ich 50 Kilo gepresstes Puder genommen. Ich muss sagen, ich finde BH Cosmetics sowieso im Preis-Leistungs-Verhältnis, ich bin jetzt in den schimmrigen Ton hier gegangen, echt gut. Also gerade für Anfänger ist das eine super Marke, die ich da echt empfehlen kann. Und auch hier merke ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist eine blöde Palette oder die kann ich nicht empfehlen. Bei mir geht es halt einfach darum, dass ich so viele Paletten habe und hatte und so viele aussortiert habe, behalte ich nur noch Paletten, die echt krass sind oder sehr, sehr schöne Farben haben, wo ich sage, wow, da kann ich gerade nicht widerstehen. Das sind tolle Farben. Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht. Ich hatte euch ja erzählt, ich habe eine neue Kamera gekauft und die hat einen Soft-Skin-Effekt. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Video angehabt, als ich
damit gedreht habe. Das heißt, sie hat so einen Hautweichzeichner. Und ich gucke jetzt die ganze Zeit und der ist aus, aber in der Kamera sieht es trotzdem ein bisschen weichgezeichneter aus. Also da muss ich echt mal schauen, weil Make-up-Videos weichgezeichnet, keine Ahnung. Machen viele Beauty-YouTuber okay, aber fühle ich nicht so, weil ich will ja alles so echt wie möglich sehen. Und letztens habe ich in einem Video gesehen, dass die Kamera es so gemacht hat, während dem Video. Weichzeichner an, aus. Und ich denke so, hä? Obwohl er die ganze Zeit ausgestellt war. Also das sind dann natürlich so technische Sachen, wo ich mich reinfuchsen muss. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Händchen für manche Sachen. So Technik liegt mir nicht. So grünen Daumen habe ich zum Beispiel auch nicht. Aber technisch muss ich mich halt mit manchen Sachen auseinandersetzen, weißt du? Weil es halt einfach mein Job. Jetzt gehe ich in diesen Ton, Palo Santo, und gehe nochmal hier in die Lidfalte, um das nochmal schön zu pushen, um mein Schlupflid mal ein bisschen noch zu kaschieren. Ich werde jetzt in die schimmerigen Töne gehen und in das Grüne. Ich mache jetzt einfach mal den Look hier fertig, damit wir nicht die ganze Zeit bei der Lidschattenpalette bleiben, weil ich glaube, das wird noch ein recht langes Video. Ich werde euch aber gleich berichten, wie ich sie finde, und am Ende des Videos gucken wir eh nochmal bei allen Sachen, ob ich sie behalte oder nicht. Sehr angenehme Arbeit, also hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, das sieht am Ende auch hier alles fresh aus. Dann habe ich hier ein Primer, Waterglow Base Corrector von Laneige. Den habe ich mir ausgesucht, als ich koreanisches Make-up zum ersten Mal getestet habe. Und die Marke hat eigentlich echt gute Produkte, nur hier gefiel es mir vom ersten Eindruck. Aber es ist sehr ungewöhnlich. Guck mal, es ist halt so ein Primer, der ein bisschen color correctant ist, aber halt auch so sehr hell, wenn du ihn aufträgst. Also wenn du das jetzt betrachtest, fühlst du dich ja, als hättest du dir Sonnencreme aufs Gesicht getan und man denkt so, okay, Bro, was soll hier noch gut primermäßig laufen? Er hat mir gut gefallen vom Haltbarkeit des Make-ups, als ich es das erste Mal getestet habe. Aber so vom Rauftun jetzt, vom ersten Eindruck, ist es halt echt komisch. Ich wollte ihn gerne mal mit anderen Foundations und anderen Sachen testen und heute ist das letzte Mal, wo ich gucke, gebe ich ihm eine Chance oder nicht. Weil so als Base sieht er hammerkomisch aus. Aber am Ende, wenn alles drauf ist, macht er echt einen guten Job. Schauen wir mal. Als Foundation habe ich von L'Oreal Perfect Match diese Foundation. Da wollte ich auch einfach nochmal gucken, ob sie gut zu mir passt vom Hautton oder ob die Foundation einfach mittlerweile farblich gar nicht mehr mein Ding ist. Es ist eine gute Foundation aus der Drogerie, also falls ihr eine gute Drogerie-Foundation sucht, ist sie auf jeden Fall nice. Ja, sie geht so ins Gelbliche, wobei das mag ich manchmal auch gerne, ne? Diesen künstlichen Look. Als Concealer benutze ich gleich wieder den L'Oreal Perfect Match Concealer, den wir hatten bei dem Lidschatten als Base. Ich arbeite dann alles mal mit dem Beauty Blender ein und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ich habe jetzt nochmal meine ganze Foundation ganz leicht mit diesem transparenten Puder von Jeffree Star gesettet. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr grobkörnig. Foundation und Concealer sind nicht richtig mein Ton, also läuft hier auch gar nicht. Also seht ihr das? Komm mal näher. Auf meiner Nase? Das setzt sich überall hier ganz komisch ab. Also ich weiß nicht, so, ob das gerade ein Primer-Ding ist, ob das gerade ein Pechding ist. Also ganz schrecklich sieht das aus der Nähe. Aber machen wir mal weiter. Als Bronzer, da ich nichts zum Konturieren habe, habe ich hier von Miss Sauda in der Farbe Sunrise ein. Und ich bin mir relativ sicher, dass der zu dunkel und zu orangestichig ist. Ich sehe es jetzt schon, ist er auf jeden Fall. Den habe ich mir auch mal im Zuge einer Kooperation ausgesucht. Und ich weiß noch, da gab es nicht so Swatches. Das hat es mir ein bisschen erschwert. Man kann es auf Krampf machen, aber ich muss ja keine Make-up-Produkte auf Krampf behalten, weißt du? Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ihr wisst ja, einmal im Jahr sortiert ich immer groß aus und zwischendurch die mit diesem Deal or No Deal rein, aber Produkte, die ich nicht nutze, zu behalten, das ist ja Schwachsinn. Oh, er ist schon sehr dunkel. Wenn er so künstlich dunkel wäre, alles cool, kein Ding, aber er ist halt auch sehr orangestichig. Dann habe ich hier als Rouge von MAC Sweet as Cocoa. Den habe ich so lange gefeiert. Und das ist auch das zweite Mal, dass er bei mir in einem Deal-or-No-Deal-Video ist, weil ich nutze ihn einfach so selten. Aber warum? So ein schöner, schimmriger, nicht glitzernder Rouge. Was ist mit meiner Pellnase los, ey? Der nochmal so ein bisschen schön fresh aussieht. Warum nutze ich den denn nicht? Ich weiß, der wurde mir mal bei MAC. Ich wurde damit geschminkt. Die sah so gut aus. Und auch jetzt wieder. Das ist ein richtig schöner Rouge, wenn du so in diese, ja, so Sweet as Cocoa passt auch voll als Name. Aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.
Dann für die Augenbrauen nehme ich ein MAC Puder Mystery. Meine Augenbrauen lasse ich aktuell wachsen. Ich bin sehr zufrieden damit. Also ihr wisst ja, wie viel Drama ich mit denen hatte. Und ich muss sagen, das war bisher eine wahnsinnig gute Entscheidung, die wachsen zu lassen, weil langsam gibt es hier auch Hoffnung bei dem Ganzen. Sie sind jetzt recht dick, weil sie halt auch noch nicht in Form sind, aber mein Gott. Und bei dem Ton Mystery, das war so ein Ton, den habe ich mal bei MAC von einer MAC-Verkäuferin gekriegt. Sie sagte, der passt ganz gut. Und jetzt wollte ich gucken, ob er immer noch passt, weil sonst nehme ich eigentlich von MAC den Ton Concrete. Ich mache da eigentlich auch nicht viel, weil du kannst jetzt auch nicht aktuell so viel machen mit meinen Augenbrauen. Ich zeichne sie halt einfach nach und hier ist so ein Loch, hoffentlich wächst das noch zu. Jetzt habe ich hier einen Highlighter, der ist eigentlich echt schön von Corres, aber der ist mir einfach zu grob pigmentiert. Also der ist so glitzerig und ich möchte den eigentlich ungern aussortieren. Ist ein schöner, dezenter Highlighter, nur der ist halt grob pigmentiert, ne? Und das stört mich so ein bisschen. Aber er ist mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach zu hell. Manchmal fallen Trennungen auch ein bisschen schwer, ne? Aber man muss ja auch hart bleiben. Was bringt das denn? Also ich habe da, wie viele Highlighter habe ich da? Ich glaube, ich habe noch so 20, 15. Bro, was für 20 Highlighter? Wie oft nutzt du die? Nein, ihr seht das, der ist schön, aber auch zu hell. Boah, ich weiß noch meine Highlighter-Zeit am Anfang von meinem ganzen YouTube-Kram. Boah, ich habe in Highlighter teilweise gebadet. Das war ganz eine ganz wilde Zeit. Nein. Wir müssen realistisch bleiben. Das ist so hell. Genau, dann wollte ich hier nochmal dieses Baking-Puder von Jeffree Star ausprobieren. Da habe ich nämlich zwei Stück. Das, was wir am Anfang hatten, dieses Beige. Und dann habe ich hier Banana. Das ist sehr gelblich. Und da wollte ich mal gucken, okay, behalte ich das jetzt oder ist es einfach zu gelblich? Weil gelb kann auch manchmal echt gut sein, weil dann hast du halt so einen krass künstlichen Look, weißt du? Weil also Foundation, die gelbstichig ist und sowas ist, oh krass, guck mal, das ist sehr gelb. Sorgt immer für ein künstlicheres Make-up als ein rosastichige Foundation zum Beispiel, weißt du. Aber Baking Puder habe ich auch schon einige. Da muss das hier schon sehr überzeugend sein, dass ich das behalte. Bei so einem ganz krass künstlichen Look habe ich auch meistens eher beim Feiern. So, Bro, wann war ich das letzte Mal feiern? Vor Corona? Also ich war nicht mal in der Corona-Zwischenzeit auf einem Sit-In oder sowas, ne? Davon mal abgesehen. Weil ich muss auch sagen, dass ich bei diesen Jeffree Star transparenten Pudern, also ich feiere das nicht. Ich finde die Verpackung nicht schick oder cool. Ich bin auch aus dem Sailor Moon-Alter raus. Wenn ihr Sailor Moon feiert, ist nicht schlimm, habe ich auch früher gefeiert, ne? Aber ist halt so, mag ich Eleganz mehr, dann so dieses Ding, also, na, ist nicht so meins. Okay, es ist aber als Baking-Puder sehr deckend. Aber zu gelbstichig, Digi, das ist schon zu dunkel. Doch, das ist zu dunkel. Oh, aber sehr deckend, ne? Nein, Digga, das ist zu dunkel. Bleib mal realistisch jetzt. Ich weiß nicht, wie ist es? Wir gucken mal. Ist es ja Deal or No Deal? Dann habe ich hier einen Kajalstift von Wondertwo in einem Silberton. Wondertwo hat sehr schöne Kajalstifte. Den hier habe ich auch mal, das ist ewig her. Ja, toll, jetzt habe ich hier raufgemalt. Oh, habe ich mal zugeschickt bekommen von denen und habe das hier leider nie benutzt. Und ich denke mir so, Bro, warum nicht? Die haben eine sehr gute Qualität. Es waren lange die besten Kajalstifte, bevor ich von Maybelline den Kajalstift gefunden habe, den ich da so feiere. Aber ist natürlich auch ein riesiger Preisunterschied. Maybelline kostet unter 10 Euro. Wondertwo weiß ich gerade nicht, könnt ihr hier sehen. Aber Silber, okay, sieht gerade richtig kacke aus. Wie wäre es, wenn du es mal ausblendest? Auch ja, mit ein bisschen Grün schön ausblenden, ne? Ja, was ist das? Ich nehme einfach den grünen matten Ton, dem ich hier außen war. Da muss ich ja eh das korrigieren. Und wische hier so ein bisschen rein. Aber sehr starkes Silber. Die Wondertwo Kajalstifte haben eine krasse Qualität. Die haben natürlich auch viel mehr Farbauswahl als Maybelline Lasting Drama Gel Kajalstifte. Oh, heftiges Silber. Doch. Ich dachte eigentlich, Silber passt hier zu, aber nur aber wenn du so grün rüber haust, geht's nochmal, ne? Auch viel zu viel Kajal genommen. Ich blende jetzt erstmal ein bisschen, bis das weicher aussieht, weil jetzt sieht's ja aus wie so ein Gammelstrich. Oh! So, als Fixing Spray nehme ich hier auch das, was ich bei dem koreanischen Make-up-Video getestet hatte. Das hat einen sehr, sehr feinen Sprühstoß. Aber es sorgt extrem krass für so einen Soft-Skin-Effekt. Also das fiel mir bei dem koreanischen Make-up-Video schon auf. Und zwei, dreimal danach habe ich es auch getestet. Ich mag halt nicht so feine Sprühstöße. Ich mag auch keine groben. Aber ich denke mir so, scheiß mal drauf, wie der Sprühstoß ist. Es riecht jetzt auch nicht krass künstlich oder so. Aber bitte beachte mal, was für einen schönen Soft-Skin-Effekt das hat. Und scheiß auf den Sprühstoß.
lassen wir das mal kurz arbeiten und alles hier fixieren und verschmelzen. Und dann nähern wir uns auch langsam am Ende. Als Liquid Lipstick nehme ich nun von NYX den Shine Out Shine Loud Liquid Lipstick. Extrem gute Lippenprodukte, vegan, hammerheftige Haltbarkeit. Hier bin ich einfach nur unentschlossen, ob die Farbe vielleicht dunkel ist oder nicht. Oh, ich bin auch die ganze Zeit am gucken, ne, was ich für eine Farbe nehmen könnte für meinen Lidschatten-Look. Ich habe sogar sowas Funky-mäßiges überlegt. Das ist ein Dior Nody Lippenstift. Aber ich dachte, komm, findet ihr, man kann nie die Augen und die Lippen knallig haben? Oder also seid ihr so Team, eine Sache knallig, die andere dezent? Oder sagt ihr, ey, man kann beides knallig haben? Ich weiß, jeder soll es machen, wie er es am hübschesten findet und am besten findet. Aber mich interessiert halt eure Meinung dazu. Aber ich dachte mir, komm, mit dem Braun ist ganz cool. Probieren wir das mal und dann kommen die Wimpern. Liquid Lipstick trocknet, jetzt geht's weiter mit Mascara. Und ich habe so viele Wimperntuschen, wo ich echt unsicher bin, ob ich sie behalte oder nicht. Ich nehme zwei verschiedene für die Augen. Hier rechts habe ich erstmal von Art Deco eine Volume Supreme Mascara. Art Deco macht teilweise echt gute Mascaras. Also wo ich sage, doch, also ich habe auch eine meiner liebsten Mascaras, ist auch von Art Deco, die Volume Length, bla irgendwas Mascara. Wird aber nicht mehr hergestellt. Also ich habe tatsächlich oft mega krass Pech, dass Produkte, die ich sehr feier und sehr, sehr gerne mag, aus dem Sortiment genommen werden. Also das ist bestimmt schon bei 7 Favoriten oder so von mir passiert. Super nervig. Macht einen sehr interessanten Eindruck. Zaubert nicht so krass Volumen, aber schon eine gewisse Länge. So, also die wirkt sehr interessant. Und dann habe ich hier It Superhero, It Cosmetics heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht mal, woher ich die habe. Ich glaube, ich habe sie auch. Habe ich mir mal gekauft. Günstig und nicht so viel benutzt. Die war sehr gut bewertet. Viele haben gesagt, dass das deren Lieblingsmascara ist. Ich glaube, ich habe die bei vielen Bloggern gesehen. Ach, ich bin auf so vielen Seiten unterwegs, Digis, weil ich bin so ein hasserfüllter, komischer Einzelgänger. Ich bin immer in meiner Welt und kriege da kaum was mit. Deswegen muss ich mal bei anderen gucken. Hä, wie, was trendet gerade? Was gibt's gerade Neues? Aha, interessant. Ja, okay, ich habe überall Lippenstift. Ach, ich muss den gleich nochmal kurz korrigieren. Aber auch die Mascara hier, wow. Also glaub mir, ich habe teilweise so viele Flop-Mascaras. Alleine letztens habe ich in 3 Tagen 5 Mascaras getestet. Alle schlecht. Und teilweise auch Dior oder so, ne? Also wir reden hier von Mascaras, die 30 Euro oder was weiß ich kosten, wo eine Essence-Mascara besser ist, wo ich nur dachte, okay, was geht? Ich würde sagen, der Look ist fertig. Ich mache meine Zähne sauber, versuche sowas wie eine Frisur zu zaubern. Dann reden wir über den Look und über die Produkte, was ich behalte, was nicht. Und so machen wir das. Boah, seht ihr das hier? Diese ganzen Fussel und Haare. Man könnte meinen, das sind Rodis Hundehaare. Nee, ist es nicht. Das ist von meinem Zoeva-Pinsel. Also finde ich auch frech, ne? So ein Pinsel, egal. Also guck mal, wie viele Haare. Was geht hier ab? Der war teuer. Ich feiere Zoeva-Pinsel und ich nutze sie echt viel. Aber Bro, also ich ziehe mich auch um. Na, fällt es euch auf? Die ist voll hoch. Das sieht voll schief aus, wie ich die gemalt habe. Was heißt voll? Also doch, das ist ein Millimeter Unterschied, aber die ist viel höher als die. Seht ihr das? Ich korrigiere das mal. Manchmal hänge ich da und empfinde etwas super schief und schaut sie so, hä, das geht voll klar und das fällt nicht auf und bla. Obwohl er sehr aufmerksam ist. Aber nee, die sieht viel voller aus als die. Nee, das wollen wir nochmal korrigiert haben. So, Digis, das ist jetzt der fertige Look. Ich zeige ihn euch mal aus der Nähe. Ich habe versucht, sowas hinzuzaubern wie eine Frisur. Also ich muss sagen, ich finde das Augen-Make-up hübsch. Also gerade so grün-braun, das sind halt auch Farben, bei denen weiß ich, die sehen ganz schick aus an braunen Augen. Ich war erst unentschlossen mit diesem krassen Grün in der Mitte, ob das zu giftgrün ist, aber ich finde, das geht völlig klar. Ja, die Lippen sind schon sehr dunkel. Das ist halt auch ein Lippenstift, der lässt deine Zähne leicht gelblicher wirken, als sie vielleicht sind. So, also da muss man echt gut gucken, wie man ihn kombiniert. Ich finde, er geht hier noch klar. Ein anderer Lippenstift wäre aber besser gewesen. Meine Augenbrauen sind sehr, sehr dick, weil ich sie jetzt halt, ne, wachsen lasse und was weiß ich. Aber ich finde, es sieht gut aus. Minimal dünner, okay, wäre besser. Aber ich finde, geht völlig klar besser als das, was ich teilweise vorher hatte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Ich habe, ja, irgendwas versucht. Und jetzt kommen wir zu den Produkten und ich zeige euch, was ich behalte und was ich aussortiere. Kommen wir zu den Produkten, die ich behalten werde. Die BH Cosmetics Palette finde ich gut. Eigentlich feiere ich so weiße Verpackungen nicht, weil du hast immer Schmierkram, Schmierfilm, Drama und sowas. Aber hier denke ich, egal.
egal. Ist es gut für Drogerievideos, eine BH Cosmetics Palette zu haben, weil Preis-Leistung ist Hammer. Auch hier kann ich mich nicht beschweren. Die Arbeit hiermit war super angenehm und ich finde, es sind einfach sehr, sehr schöne Farben. Gerade diese schimmerigen Grüntöne. Deswegen wird sie behalten. Der MAC Rouge wird auch auf jeden Fall behalten. Sweet as Cocoa, weil Bro, er zaubert einfach eine orientalische, exotische Frische in mein Gesicht. Den NYX Liquid Lipstick werde ich auch behalten, weil die halten einfach extrem gut. Man muss halt gucken, womit man ihn kombiniert. Ich denke, da sind andere Make-ups viel besser als das heutige. Trotzdem ein super Produkt und er ist an der Grenze von der Dunkelheit, aber ich werde ihn behalten, weil Bro, vegan und dann so eine Haltbarkeit und Qualität, mega. Dann die zwei Mascaras, die werden auch behalten, Art Deco und It Cosmetics, weil die möchte ich nochmal ausgiebig testen, die möchte ich nochmal genauer angucken, weil die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Schöne Länge, schönes Volumen, mag ich, will ich nochmal abchecken, deswegen kommen die wieder in meine Schminksammlung. Die BH Cosmetics Pinsel werde ich auch behalten, Preis-Leistung geht völlig klar, auch hier weiß feiere ich eigentlich nicht. Ich finde aber, es sieht ziemlich cool aus und deswegen behalte ich sie in meiner Pinselsammlung. Übrigens, in diesem Video ist nichts gesponsert oder so, ne? Nicht, dass ihr da irgendwie denkt, weil ich das zugeschickt bekommen habe, musste ich ein Video machen oder irgendwas, gar nichts, ne? Dann dieses Fixing Spray werde ich auch auf jeden Fall behalten. Das ist ja das aus dem Korea-Make-up-Video. Super schöner Softskin-Effekt. Ich kann mir das auch mit einem schönen Rosé-Make-up richtig, richtig klasse vorstellen und deswegen, das will ich behalten. Das bleibt auch behalten. Und zu guter Letzt der Kajalstift von Wondertwo, auch hier eine extrem gute Qualität, richtig krasses Silber wird behalten und Wondertwo Kajalstifte haben mich noch nie enttäuscht von der Haltbarkeit und der MAC Lidschatten ist einfach auch super für meine Augenbrauen, deswegen wird auch der behalten. Nun kommen wir zu den Produkten, die ich nicht behalten werde und ich erzähle euch auch ganz genau warum. Laneige Primer funktioniert für mich einfach, weiß ich nicht, also er läuft gut, aber ich mag dieses Gefühl nicht, wenn ich ihn aufgetragen habe, als hätte ich Sonnencreme drauf, auch wenn das Ergebnis danach echt cool ist und so, stört mich das irgendwie und weiß ich nicht, Primer sind für mich sehr wichtig in meiner Make-up-Routine und da will ich nur welche haben, die 100% heftig sind. Dann L'Oreal Perfect Match Foundation ist einfach nicht mehr mein Ton, obwohl es eine sehr schöne, gute Foundation ist. Habe ich einfach andere, die besser passen, die besser für meinen Ton sind und deswegen tschüss, tschüss. L'Oreal Perfect Match Concealer, habt ihr gesehen, ist viel zu hell. Corris Highlighter, ein sehr, sehr schöner Highlighter, aber leider zu grob pigmentiert, deswegen wird auch der aussortiert. Missouda, sehr, sehr schöner Bronzer, richtig schön aufzutragen. Guten Tag, hier bin ich. Sehr angenehm, aber leider nicht mein Ton, leider zu dunkel, deswegen ciao. Und die Jeffree Star Produkte, auch einfach nicht so meins. Dafür habe ich einfach viel zu viele andere lose Puder, die ich besser finde, die ich mehr fühle, deswegen auch hier ciao. Ja, Digis, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dass ein Deal or No Deal Video kam. Und da werden sicherlich noch einige kommen, weil ich habe noch einige Produkte, die auf der Kippe stehen, ob ich sie behalte oder nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, wie ihr den Look findet, ob ihr vielleicht auch Erfahrungen mit den Produkten habt. Wenn ja, wie eure Erfahrungen sind. Sowas interessiert mich auch immer wieder. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.